Wir haben vor ein paar Tagen What the Health gesehen auf Netflix und erklären euch heute, warum alle Angst vor diesem Film haben. Hallihallo und herzlich willkommen, das ist die Alexandra und ich bin der Lars von Rohe Energie. Ja, wir haben ganz viele E-Mails gekriegt die letzten Monate, auch während wir im Urlaub waren. Ja, ihr müsst den Film What the Health, also statt What the F. Punkt, ja. What the hell? Nee, what the fuck. Ja, oder what the hell. Was zum Teufel? Ja, genau, what the hell uns mal angucken. Und wir hatten nicht die Möglichkeit, wir wollten das auch nicht irgendwie illegal bei YouTube als illegalen Upload angucken. Hatten jetzt Netflix-Account mal getestet und da gibt es diese ganzen Dokumentationen, die für uns so wichtig sind. Gabel statt Skalpell, Cowspiracy und what the hell zum Gucken. Die Macher von Cowspiracy, den Film haben wir auch schon mal vorgestellt hier im Kanal. Den Link zum Video poste ich mal unten in der Infobox. War auch ein ganz toller Film, richtig cool. Und die Macher von Cowspiracy haben jetzt diesen Film gemacht. Ja. Genau. Kannst du mal erzählen, vielleicht du mal erzählen, wie du ihn so empfunden hast. Wir sind ja Veganer, schon seit 4,5 Jahren für Leute, die das jetzt nicht wissen. Und wie hat er denn auf uns so gewirkt? Ja, also ich finde es immer wieder erschreckend. Was der breiten Öffentlichkeit einfach so vorgelogen wird, ja, was gesund sein soll und durch welche Institution einem das auch vorgelogen wird. Und das finde ich immer wieder erschreckend, weil das Problem ist, diejenigen, die das hinterfragen und hinterschaut haben schon, ja, denen ist es ja auch klar. Aber auch für mich ist es immer wieder schockierend, auch diese, die Art der Tierhaltung finde ich ganz schlimm. Da muss ich dann auch echt weggucken, das kann ich nicht gut aushalten. Wenn man das hinterschaut oder hinterfragt hat, dass man dann dann auch diese Informationen hat und selbstständig nachdenkt. Aber es ist ganz, ganz viele Leute lassen sich eben noch beeinflussen von den Medien und auch von dem, was der Arzt sagt oder was andere Institutionen sagen. Und die werden halt großflächig bezahlt von der Milchindustrie, auch von der Fleischindustrie. Und das ist nicht nur in Amerika so. Von der Pharmaindustrie war im Film auch. Ja, von der Pharmaindustrie eben auch. Und das, das ist auch nicht nur in Amerika so. Ja? Die Leute, das ist immer das Problem, dass das dann solche Filme sehr oft aus Amerika kommen. Und dann heißt es immer so, ja, das ist ja nur in Amerika so. Das ist aber nicht nur in Amerika so. Das ist auch in Europa und in Deutschland so. Da brauchen wir uns irgendwie keine Illusionen zu machen. Es gibt immer noch diese Milch, wie heißt es, Milchförderung für Milchbauern. Ja, das ja ist auch Fleisch ist subventioniert, ist alles. Sonst könnte man das auch gar nicht so billig herstellen. Das muss man sich ja einfach nur mal klar machen. Ja. Genau. Was, deswegen wir auch jetzt dieses Video machen, wir können ja einfach sagen, ja, guckt euch den Film an. Es gibt ganz viele Debunk-Videos jetzt in den USA vor allem. Debunken heißt irgendwie widerlegen oder aufdecken. Hauptsächlich so von Bodybuilding-Kanälen und von Leuten, die natürlich nicht sich vegan ernähren. Die sagen, das ist doch alles Quatsch. Und ich habe gestern gesehen bei einem Kanal, den ich eigentlich ganz gut finde, die haben so einen Livestream gemacht, wo sie den gucken und dann währenddessen die ganze Zeit, man hat schon in den Gesichtern gesehen, während sie den Film geguckt haben, so, wenn das so wäre und dann so, das ist doch nicht so, mein Fleisch kommt doch aus Bio und das ist doch Quatsch, das ist doch übertrieben, das ist doch, gibt doch gar keine Studien darüber. Kurz dazu, die haben alle Ärzte, nicht alle Wissenschaftler, aber alle Ärzte in diesem Film drin, die irgendwas eigentlich in den USA über Ernährung und Gesundwerden geschrieben hat. Ich habe mal geguckt bei uns im Regal, wir haben alleine 4 Bücher von 4 verschiedenen Ärzten, die da als Experten drin sind. Eine der wichtigsten Bücher, ich wollte es euch nochmal zeigen, Essen gegen Herzinfarkt, gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Ist eigentlich das wichtigste Buch über kardiovaskuläre Erkrankungen vom Campbell B. Esselstyn. Dann ganz wichtig für alle Leute, die Diabetes in der Familie haben, Dr. Bernards revolutionäre Methode gegen Diabetes, der war ganz oft in dem Film, hat was erzählt. Da ging es eben auch darum, dass nicht Zucker, sondern Fett für Diabetes verantwortlich ist. Genau. Dann der Dr. McDougall war mehrmals drin, die High-Carb-Diät. Und jetzt komme ich nochmal auf den Dr. Krager, der auch relativ oft drin, How Not to Die, das ist ein deutsches Buch. So, und dann wurde ja jetzt bei ganz vielen Videos gesagt, die haben doch gar keine Studien, das ist doch alles nur ausgedacht und so. Ich zeige euch mal, was der Dr. Krager in seinem Buch drin hat an Studien, die er belegt hat hinten. Diese, ein Drittel des Buches. Nicht ganz ein Drittel. Doch. Sind nur Referenzen zu Studien und das ist alles belegt. Die erzählen keinen Scheiß, das können die sich überhaupt nicht leisten. Ja? Und wer nach dem Film
Klar, der Film ist halt natürlich spannend gemacht. Wir haben fast geweint an der einen Stelle, wo da waren dann zwei oder drei Patienten, denen es ganz schlecht ging und die dann in zwei verschiedenen Kliniken waren für Ernährungsmedizin. Und die haben die nach zwei Wochen besucht und denen ging es dann so viel besser und die eine konnte wieder laufen. Ey, da habe ich fast geheult. Ja, vor allem die haben gestrahlt. Also die haben wirklich gestrahlt. Ja. Die hatten eine ganz andere Ausstrahlung und das war so schön und so emotional auch. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, was ich halt auch ganz schlimm finde, ist, dass es geht ja nicht nur um unsere Gesundheit. Also es ist ja nicht nur die Gesundheit des Einzelnen, des Persönlichen. Es geht auch darum, es geht auch um die Gesundheit unserer Kinder. Ja? Wenn ich morgens meinen Sohn in die Schule bringe, wenn ich mir angucke, da laufen so viel übergewichtige Kinder schon rum. Das ist erschreckend. Das ist eine reine Grundschule. In dem Film ist es so wirklich so, dass sie gesagt haben, zwei Drittel der Amerikaner sind jetzt schon übergewichtig oder haben richtig fettleibig. Und in so und so vielen Jahren wird jeder zweite Amerikaner Diabetes haben oder so. Ja. Vielleicht finde ich die Seite. Es gibt eine What the Health Seite, genau wie bei Conspiracy, wo alle Behauptungen in dem Film nochmal unterlegt sind, quasi mit den Studien und mit den, wo das erschienen ist, American Health Journal oder sonst irgendwas, ja. Und also es geht ja auch um die Gesundheit unserer Kinder und das wird halt auch immer so ein bisschen, ja, das ist dann kriegen die Kinder eine Belohnung, dann kriegen sie was Süßes oder dann was Besonderes ist dann immer irgendwie was Süßes, was Ungesundes oft, ja. Das ist einfach so erschreckend, obwohl Kinder eigentlich gerne gesunde Sachen essen, ja. Und was halt auch, man sich immer wieder klar machen muss, dass unser Planet damit halt einfach auch zugrunde geht, ja. Also wir Fleischtierhaltung, die Tiere brauchen unheimlich viel. Also bei uns in Deutschland ist es eher nicht so, die leben nicht so draußen, aber in Amerika ist es eben so, dass es jetzt auch dieses Grass-Fed Beef gibt, also dieses Grasgefütterte, ja. Die brauchen Unmengen von Weideplatz, ja. Deswegen wird auch der Regenwald abgeholzt, weil da Rinder gehalten werden. Und von wegen Soja würde ja Platz beanspruchen, das anzubauen. Ja, aber der Großteil des Sojas wird eben in die Viehzucht gesteckt und nicht in die, in die Menschen. Das ist halt in dem Film Cowspiracy noch deutlicher rausgekommen. Ja, das ist halt nochmal, aber es ist trotzdem, es kommt auch da, wird das auch nochmal angesprochen und ich finde, das muss man sich auch immer klar machen, dass man ja sagt, auch wenn man jetzt gesund ist oder sowas und sagt, ja, das ist mir egal, wir haben das auch nicht in der Familie und ich bin schlank und ich bin sportlich und sowas, aber man muss halt auch an die Allgemeinheit denken und halt auch an den Planeten, finde ich. Genau, ich will zwei Sachen nochmal gerne sagen, im Film sind auch mehrere Sportler und der Rich Roll ist mehrmals drin, so ein Ultramarathonläufer und Ironman-Athlet, der irgendwie fünf Ironman in einer Woche gelaufen, also gemacht hat, auf der total krass. Und da hat nochmal ein ganz wichtiger Hinweis an alle Paleo-Leute, die vielleicht zugucken. Der Dr. Klepper, von dem ich leider kein Buch habe bisher, den ich aber kenne aus ganz vielen amerikanischen Videos, der hat gesagt, und das ist auch das, was die Petra Pracht mir letztes Mal erzählt hat, diese Paleo-Leute schaffen es wirklich, schlank auszusehen, Muskeln aufzubauen, so, keine Frage. Aber er hat da in dem Film ganz klar erklärt, dass die Arterien durch diese Art von Ernährung so dermaßen voller Plack werden und zugehen. Er hat gemeint, in 10 Jahren haben wir die ganzen Kliniken voll von den ganzen Paleo-Leuten und die Leute sollen sich keine Illusionen darüber machen, dass das irgendwie gesund wird. The diabetes, the arthritis, the heart disease, the dementia, the obesity, the cancers are affecting about 70% of deaths. We have an epidemic cascade of debilitating disease that's overcoming the country. 18% of children are morbidly obese right now. We're on par to have 1 in 3 people be diabetic in the next 25 years. That's crazy statistics. We have this very dangerous situation. Large amounts of these substances have unquestionably been associated with clogged arteries, high blood pressure, diabetes, autoimmune diseases. Absolutely, the science is solid. We're talking life and death. Health organizations have become co-opted. They are taking money from the very industries who are causing the problem. There's a very strong pharmaceutical industry and lobby that has a huge stake in preserving the status quo. We've got a $35 billion statin drug industry. Do they ever want to see that go away? The government's in bed with anyone that gives them the most money. These are government programs. Consumers have no idea. We consider it normal that a town the size of the town I grew up in gets wiped out every year.
If that many people were being killed by some terrorist group in the United States every year, we would find them. From a community standpoint, from all other aspects, we're in a state of emergency. They care more about cooperation than do people. They spend at least $138 million lobbying Congress. These companies really have a vested interest in making sure that the public doesn't have information about their effects. Any little thing that comes up, man, they beat it to death. They're trying to silence people into not speaking out and not showing the truth. If that's where you want to go with this, I'm sorry, I'm not the person that you should be talking to. The European Association of Side. So, das soll es auch schon gewesen sein, weil unsere Tochter meldet sich, die will gerne mit uns spielen, ja. Guckt euch den Film mal an, bei Netflix gibt es den momentan und ich glaube Ende September kommt er auf DVD. Wenn der auf DVD kommt, sagen wir euch nochmal Bescheid, um das auch ein bisschen anzupushen hier, damit dieser tolle Film es ja schafft. So, dann sagen wir schon mal tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns bis bald. Bald wieder. Wir sehen uns bis bald. Tschüss. Tschüss.